Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Sims 4 im Alltagsleben. Ihr müsst aber ganz dringend hier zur Arbeit. Nee, du musst zur Schule. Das lass mal. Du solltest auch dringend zur Schule. Nee, nix mit Kim plaudern. Grundschule besuchen. Ja, doch, also ich muss sagen. Oh, weg ist sie. Sah aber ganz schick aus. Ute ist zur Schule und Kim ist auch zur Schule. Baby ist ruhig. Baby ist ruhig. Gute Marie. So, du könntest dich mal umziehen. Geh einfach mal joggen. Joggen schadet auch nicht. Wie sieht's bei dir aus, Gunnar? 7 Stunden bis zur Arbeit und Getränke mixen, üben, nicht begonnen oder Essen zubereiten. Wer lässt denn das hier alles rumstehen? Level 6. Videofähigkeit erreicht. Die gute Saskia hat da ihr... Ich räume das bitte erstmal weg. Hat dort ihr... was haben wir denn noch drin? Diverse Kuchen. Würstchen und Bohnen. Wir kochen trotzdem mal was. Mach mal ein Gourmet-Menü. Dass du da ein bisschen weiter... Tiramisu. Schinken-Ersatz-Spargelröllchen. Also das Ersatz lassen wir mal weg. Wir nehmen Schinken-Spargelröllchen. Schinken-Ersatz klingt eklig. Kann ich ihr das hier... Nein, kann ich nicht, weil sie nicht da ist. So, wann musst denn du zur Arbeit? Du bist in Elternzeit. Kannst du eigentlich du nicht auch in Elternzeit gehen? Nö, du nicht. Warum nicht? Du wirst zur Arbeit gehen müssen. Level 6 der Feinschmecker Kochfähigkeit erreicht. Gut gemacht. Und du, meine Liebe, du bist überall grün, oder? Ja. Also im grünen Bereich. Du könntest mal das Gemälde fortsetzen. Derweil Gunnar da ein bisschen vor sich hin brutzelt. 25%. So, dann darfst du gleich mal noch was Normales kochen. Omelette klingt doch gut. Nochmal eine Einzelportion, bitte. Jumala. Kolumne schreiben. Kolumne schreiben ist abgeschlossen. Machst du das bitte weiter? Danke. Du guckst Fernsehen, okay. Was für ein Film ist denn das? Hey. Essen, ach so, das war die Kolumne. 25%, du darfst noch ein bisschen. Wenn ihr schon so eine Profi-Kochstation daheim habt, Level 9 der Kochfähigkeit erreicht. Sehr schön. Ist gut, Gunnar.
So. Das isst du jetzt gleich selber. Okay. Dann darfst du das mal essen. Was macht dein Bild? Weil ihr könnt bald noch wieder ein bisschen Geld gebrauchen. An Sammler verkaufen. Und dann darfst du gleich nochmal ein neues anfangen. Mal ein surrealistisches Gemälde. So, und ich denke, dann wechseln wir mal. Was macht ihr zwei? Im Stehen Fernseh gucken. Okay, kann man machen. Ich denke, dann wechseln wir jetzt mal gerade rüber. Zum Tommy. Das muss ich gerade mal gucken. Welten verwalten, speichern und zu Welten verwalten gehen. Speichern schadet nie. Und dann gehen wir mal zum Tommy, wie gesagt, rüber. Der wohnte in Newcrest. In dem noch nicht so wirklich schönen Haus. Hä? Innenstadt Aue. Ach so, das ist, hier wohnt er natürlich, ich muss. Das andere war ja das Geschäft, da müssen wir auch mal wieder irgendwann hin. So. Da habe ich mir mal überlegt, können wir erstmal das Gebäude wieder ein bisschen verkleinern. So. Ist ja immer noch nicht das schönste Haus, aber ja. Es kann nur besser werden. Was macht denn das Essen da unten? Aufräumen bitte. Das Töchterchen, das dürfte mal ein bisschen ins Fitnesscenter. Oh, die ist erwachsen. Dann wird es aber Zeit, dass du einen Job kriegst, meine Liebe. Ayaka heißt sie, okay. Was hat sie denn überhaupt für Talente? Kritikerin, Leckermaul. Ich muss gerade mal gucken, was sie überhaupt für Talente hat. Sie ist ordentlich, sie ist eine Genießerin, ein Hitzkopf und ein Stäbchenprofi. Okay. Job suchen. Susu. Tiefel. Pana Harnip. Orb. Nurchel. Lumbuk Murnawaj. Andabaglafi. So, dann schauen wir mal weiter. Leckermaul. Machen wir sie soziale Sportlerin. Machen wir sie mal einfach zur Sportlerin. Ich weiß, das ist jetzt ein wenig... ja. Die Wehen haben eingesetzt.
trip. Haben wir überhaupt schon einen? Nein, haben wir nicht. Wir brauchen jetzt aber ganz schnell ein Kinderbett. Weil ich möchte nicht unbedingt, dass sie im Krankenhaus entbindet. So. Scoon. Du solltest Elternzeit in Elternzeit gehen, genau. Fehlt bei der Arbeit. Und sie muss Bücher lesen. Bücher lesen. Ich glaube, wir haben ein Problem. Wir haben nämlich kein Bücherregal. Sollten wir ändern. Regal, da. Bücherregale. Wandregal. Tut's erstmal. Dann kannst du nämlich mal ein Buch lesen. Bauer ohne Frau. So. Wie sieht's denn bei dir arbeitstechnisch aus? Entschuldigung, das ist Tommy. Trainieren. Dann brauchen wir was zum Trainieren. Hätte echte Vorteile. Sansa kostet 160. So ein Laufband 900. 1500 Multifit Power Trainer. Medizinisches Laufband. Fangen wir mal mit dem normalen Laufband an. Kriegst du sogar zu dir ein Zimmer, meine Liebe. So, dann darfst du mal ein bisschen Training machen. Und anschließend gibt's was zu essen. So. Du könntest hier mal ein wenig programmieren. Weiter Handy-App programmieren, dass wir die endlich mal verkauft kriegen. In der Stadt findet das Schräger Humor und krasse Späße-Festival statt. Kommt zu spät zur Arbeit, ja. Baby bekommen. Erika kann nicht reisen, da sie Wehen hat. Machen wir mal Baby bekommen, oder? Schauen wir mal, was es gibt. Gerade überlegt, wo sie hin will. Weil die Wiege steht dort. Erika bekommt ein Baby. In der doch noch sehr kahlen Wohnung. Oder in dem sehr kahlen Haus. Da müssen wir echt noch viel dran machen, dass sie sich da wirklich wohlfühlen. Es ist ein Junge. Da heißt natürlich Lee, wie der Herr Papa. Könnten dann eigentlich auch heiraten. Markus, Axel, Marvin. Marvin können wir nehmen. Erika und Tommy haben ein Baby bekommen. Sehr schön.
muss gerade aufs Klo. Du hast Hunger. Du könntest das hier mal weiter essen. Und Chips aufräumen. Kannst du kochen? Noch nicht wahrscheinlich. Level 1. Fangen wir mal an mit Macaroni und Käse. Mach mal Familiengröße, bitte. Das können wir verkaufen. So, kannst du sie mal füttern. Psst, und liebkosen und hüpfen und angurren. Musst du immer noch zur Arbeit? Du bist doch jetzt in Elternzeit. Ach so, er braucht nicht in Elternzeit gehen. Was machst du? Handy-App programmieren, ja. Ayanka hat die Kochfähigkeit erworben, okay. Ich glaube, sie müssen wir in der nächsten Folge auch mal ein bisschen besser einkleiden. Qualität normal, ja. Normal ist okay. Was wir mal noch machen können, ist mal die Wohnung noch ein bisschen besser gestalten. So, Küche, Fliesen. Ah, das ist Mauerwerk. Nehmen wir Fliesen. Das sieht eigentlich ganz nett aus. Boden. Was können wir denn in der Küche für ein... Machen wir sowas oder da eher einen Fliesenboden? Also Teppich ist jetzt nicht das Ideale für Küche. Das gefällt mir nicht. Was könnte man nehmen? Nimm mal die Farbe, glaube ich. Und dann gestalten wir mal Erika, Ayankas Zimmer noch ein wenig. Sie kriegt... Machen wir das mal. Boden wäre auch kein Fehler, dabei ihr können wir Teppich machen. Aber nicht gerade in der Farbe. Wow. Sowas? Blütenparadiesteppich. Ist alles nicht so, dass... Uah. Das sieht ja nicht wirklich toll aus. Das ist auch nicht so die ideale Farbe. Oder machen wir bei ihren Bretterboden? Nicht gerade in Schwarz.
Oh ja, so geht's auch. Das grüne Bett ist da jetzt natürlich, ja, nicht so der Hit, aber eins nach dem anderen. Schreibtischlampe könnten wir ihr noch spendieren. Öllampe drei Sinne. Das klingt doch nicht schlecht. Gardinen. Nein. Auch nicht wirklich. Viel zu groß. Puppentheatervorhang. Die Art ginge. Müssen nur mal eine schickere Farbe noch wählen. Ich glaube, das können wir dazu machen. Innenaktivitäten. Tisch auf ein Spiel. Schreibtisch. Braucht sie einen Schreibtisch? Nö, eigentlich nicht, oder? Schreibtischkombi Platzwunder. Die könnten wir eigentlich hinmachen. Mit einem pinken Stuhl. Da hätte es das Platzwunder auch in einer anderen Farbe gegeben. Moment, da muss ich gerade mal gucken. Schwarz sieht, glaube ich, besser aus. Wo ist denn der Stuhl jetzt schon wieder hin? Da kriegt es einen pinken. So. Jetzt wird das Ganze zumindest mal ein wenig wohnlicher. Können wir noch irgendwas für die Küche machen? Da könnte irgendwas noch hin, aber da haben wir jetzt gerade nicht das riesige Geld für, deswegen lassen wir das mal. So. Du programmierst, du bist da dran. Also am Kind. Und ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid auch morgen im Großstadtleben wieder mit dabei. Oder sonst halt übermorgen. Hier beziehungsweise in Lies. Beziehungsweise bei den Lies im Alltagsleben. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.